Hallo meine Lieben, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und heute gibt es die Pickbox August. Ich würde sagen, starten wir einfach mal. Hier ist einmal ein Gutscheinbuch drin und als Zeitschrift ist diesen Monat die Barbara Zeitschrift. Fand ich beim letzten Mal nicht so gut, aber naja. Gucken wir nochmal in die Box rein. Die Edition ist übrigens Tutti Frutti. Hier sind auch richtig coole Postkarten drin. Zum Beispiel hier, sei wie eine Ananas, steh aufrecht, trage eine Krone und sei innen ganz süß. Und dann, you're one in a melon, I'm peeling good. Ja, ich sehe hier schon einige Produkte, was mich auch sehr freut. Einmal ist hier von Belou das Lovely Peach Duchon. Richtig cool. Dann habe ich hier von Be Natural den K-Lime Lip Balm. Auch cool. Ich liebe ja die Be Natural Lippenstifte. Beziehungsweise Labellos. Labellos sondern halt Lip Balms. Dann weiter. Dann habe ich hier von Trended Up den Fruit Sip Lip Oil. Bin ich auch sehr gespannt. Ich habe zwar schon Lippenöle und ich finde die auch mega gut, aber auf das bin ich echt gespannt. Und dann habe ich hier noch von Invisibobble die Get in Shape Haargummis. Ich habe so viel von denen. Ich werde die jetzt auch mit in die Verlosungsbox, weil so viele kann ich gar nicht aufbrauchen. Ich glaube, ich habe 50 Stück von denen. Und dann ist hier von Bella Pierre Cosmetics die Beach Blossom Eyeshadow Palette. Und da sind, glaube ich, richtig schöne Farben drin. Ja, die Farben gefallen mir richtig gut. Ups. Richtig schön für den Sommer und sowas. Richtig cool. Und dann ist hier noch als kleines Goodie von Kellogg's die Raw Fruits, Nuts and Oats, Apple and Pumpkin Seed Müsli-Riegel drin. Richtig cool, bin ich schon sehr gespannt drauf. Vielen Dank. Richtig cool. Ja, das war's aber auch schon mit der Box. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns dann am Mittwoch um 12 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!